Schottendicht bei Karstadt auf der Frankfurter Zeil. Das haben viele Kunden nicht mitbekommen. Es ist Betriebsversammlung, der Anlass ein trauriger. Heute erfahren die Mitarbeiter, dass ihr Kaufhaus schließen muss. Auch Manfred Schreiber muss seine Frau trösten. Sie hat die Nachricht gerade erfahren. Sie hat ein Leben lang da gearbeitet, hat seit über 10 Jahren, wo es erstmal Insolvenzverfahren war, auf viel Geld verzichtet. Also auf Lohn, Tariflohn, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Und haben die Sicherung gehabt auf Standortsicherung. Und das ist halt natürlich ein Schlag ins Gesicht für die 10 Jahre, wo sie auf viel Geld verzichtet hat. Vor dem Kaufhof in Fulda das gleiche Bild. Auch dieses Haus soll künftig schließen. Bundesweit werden 62 der 172 Filialen dicht gemacht. In Hessen trifft es die Karstadthäuser auf der Zeil und im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach. Dazu kommen die Kaufhof-Filialen im Hessen-Center und eben in Fulda. Dort trauert man dem Kaufhaus schon jetzt nach. Schlimm, ganz schlimm. Ich kaufe hier sehr gerne ein. Ich habe erst letzte Woche mir 2 Hosen gekauft und heute wollte ich mir eine schicke Bluse drauf kaufen. Es war absehbar, nachdem sich Karstadt und Galeria zusammen geschlossen haben oder aufgekauft worden ist. Schade, sehr schade für Fulda. Dann sind die Kunden. Ja, immer, solange ich in Fulda bin. Galeria Karstadt Kaufhof sieht keine Alternative zum Schrumpfkurs. Durch die Corona-Pandemie rechnet der Handelsriese bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu 1,4 Milliarden Euro. Fehler seien aber schon zuvor gemacht worden, meint die Gewerkschaft Verdi. Viele Kunden, die in die Warenhäuser gehen, sind nicht junge Menschen mit 14, 15 Jahren, sondern eher ältere Kundschaft, die auch Beratung möchten. Aber hier, wenn sie hier in diesem Warenhaus oder auch vorne bei Galeria Kaufhof auf die Fläche gehen, ist es eben so, sie finden fast keinen Verkäufer mehr. Und das war mit der größte Fehler, die Beratung einzudämpfen. So kann man gegen den Onlinehandel nicht existieren. Mehr als 400 Mitarbeiter werden nun in Hessen ihren Arbeitsplatz verlieren. Für sie soll es einen Sozialplan geben. Aufatmen dagegen in anderen Städten. In Darmstadt etwa hatte man am Morgen noch demonstriert. Seit heute ist klar, dieser Standort darf vorerst bleiben. Und wir sprechen über die Situation der Kaufhäuser mit Kai-Oliver Schocke. Er ist Dekan für Wirtschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences. Guten Abend. Immer ein bisschen kompliziert. Herr Schocke, was müssen die Kaufhäuser tun, um dauerhaft eine Chance zu haben gegen den Onlinehandel? Ja, in dem Beitrag wurde es gerade geschildert. Beratungsleistung ist das, was den Onlinehandel von dem stationären Handel unterscheidet. Wenn die Kaufhäuser dort wieder investieren würden, dann wäre es richtig gut. Dann würde man gerne dort einkaufen. Aber das ist ja im Widerspruch, wenn die auf der einen Seite Kosten sparen müssen und auf der anderen Seite bräuchten sie eigentlich mehr Personal. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass das Personal immer weniger geworden ist. Ja, immer weniger geworden ist ein gutes Stichwort. Aber an verschiedenen Standorten werden jetzt Kaufhäuser auch geschlossen. Hier in Frankfurt auf der Zeil wird ein Kaufhaus geschlossen, das andere bleibt. Das wäre doch eine gute Gelegenheit jetzt für den Konzern, die Mitarbeiter an dem einen Standort zu bündeln und damit ein Einkaufserlebnis zu erzeugen. Also wäre vielleicht auch eine Chance. Jetzt sagen Sie ja, dass aber auch wir Verbraucher alle gefragt sind, wenn es darum geht, den Einzelhandel zu erhalten. Selbstverständlich. Jetzt nach dem Lockdown sind wir alle gerne in die Städte gegangen, haben uns in Cafés gesetzt und haben auch gekauft, eingekauft. Wir haben dieses Erlebnis genossen und das muss natürlich bestätigt werden. Wir müssen dem Handel, dem stationären Handel, den Kaufhäusern auf der Zeil hier in Frankfurt die Gelegenheit geben, auch tatsächlich etwas verkaufen zu können und nicht einfach nur zu Hause auf der Couch zu sitzen und online einzukaufen. Das ist für viele ja aber auch eine Preissache, ne? Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade im Hotelbereich auf jeden Fall, aber auch in dem normalen stationären Handel, sei es einen Computer zu kaufen, sei es auch ein Buch, Buch hat Preisbindung, aber auch Sportschuhe zu kaufen, man bekommt immer einen guten Preis, auch im normalen stationären Handel. Man muss nachfragen und die Händler sind, glaube ich, sehr, sehr willig, uns als Kunden zu begrüßen und ein tolles Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Jetzt haben Sie eine Idee, dass man auch online einkaufen kann, aber dann eben beim Einzelhandel. Und haben dazu ein Projekt in Darmstadt laufen. Was machen Sie da? Richtig, das Projekt heißt Lieferrad da, also ein Radbelieferungskonzept für Darmstadt. Wir haben die Erfahrung als Forscher gemacht, dass zwar die Idee da ist, zu beliefern, ein Einzelhändler, ein Buchhändler oder jetzt vielleicht auch Karstadt möchte gerne die Waren an einen Kunden bringen, in Darmstadt ins Martelsviertel zum Beispiel. Und da gibt es keinen Service, keinen Lieferservice. Und das wollen wir jetzt selber mal versuchen und gemeinsam mit 2 Kollegen von der Hochschule Darmstadt und dem Darmstadt City Marketing wollen wir jetzt Händler begeistern, diesen Lieferservice anzunehmen. Und gestern haben wir das erste Paket ausgeliefert.
Das ist ein Projekt zusammen mit Studenten. Das werden wir uns bestimmt demnächst mal anschauen, um mal zu gucken, wie da so die ersten Ergebnisse sind. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Herr Schocke. Gerne.